gleich ist er weg. Schwupps. Ich hoffe, hier sind keine Zecken. Ach, die ziehe ich dir. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo zusammen. Einmal aus dem Auto, denn wir fahren jetzt nach oben auf einen Berg. Und wir schauen uns heute mal ein Stückchen Land an, ne? Warum? Weshalb? Sagen wir euch später. Genau. Wir müssen jetzt erstmal hier heil hochkommen. Ja. Die Richtung. Wir haben keine Adresse, aber wir haben es wahrscheinlich auf Google Maps gefunden. Genau. Und dann schauen wir jetzt einfach mal. Wir müssen auf jeden Fall nach oben fahren. Und hier sind noch zu viele Wohnhäuser, das ist noch weiter außerhalb. Wir suchen ein Stückchen Erde auf Madeira, so ein bisschen verlassener, ruhiger. Ein Stückchen Erde, Grundstück. Und wir haben diesen Blick auf die Bucht, suchen wir. Wow, das sieht heftig aus. Hier? Nee. Doch, das ist das. Nee. Nein? Doch. Du wolltest mal die Fotos rausholen. Ich parke mal, das könnte echt das sein. Nee, hier ist kein Baum. Aber so soll es ungefähr aussehen. Alex guckt sich mal die Anzeige an. Nicht, wir müssen höher. Wir müssen höher. Weil auf der Anzeige sieht man gar keine Häuser mehr. Und die Bucht ist viel kleiner. Aber so in etwa, ne? Ja. Voll schön mit dem Meer. Warte, das hast du mir geschickt, ne? Ja, ich habe dir den Link dazu geschickt. Das wird wieder ein neues Projekt für uns. Ich freue mich schon voll. Das wird so schön, wenn das alles funktioniert. Aber es ist eine richtige Herausforderung im Ausland, wenn man noch kein Portugiesisch kann, sowas zu managen, was wir vorhaben. Das hier. Noch höher. Tacken seitlich höher. Hoch, da irgendwo ist das. Okay. Wie sieht da in die Richtung? Dann mal hoch. Wir haben es gefunden! Wir sind voll stolz auf uns. Baum. Wir haben uns an einem Baum orientiert und an den Ausblick. Oh mein Gott, ist das hier. Boah! Oh, was für ein Aussicht! Oh mein Gott, okay, es ist steil, das heißt, man müsste hier ein bisschen... Aber nicht so steil wie das andere Grundstück, was hier, wo wir vorbeigefahren sind. Hör dir diese Ruhe an. Man hört nur die Vögel. Vögel sind rumgezwitschert. Kein Nachbarn. Hier oben ist ein Wanderweg. Da. Ja. Da ist ein kleiner Schuppen. Und man hat sogar mehr Blick hier, ne? Das wären 700 Quadratmeter, ne? Oder 900? Noch mal gucken. Aber da kann ich nicht reingehen, du. Warum nicht? Ja, guck mal, wie tief das ist. Teilweise ganz schön tief. Da bräuchte ich mal eine lange Hose oder so. Ah, ist das wunderschön. Nur da unten steht ein Haus. Da. 900 Quadratmeter sind das. Ui, das geht aber ein Stück nach vorne. Ne? Oh mein Gott, wie schön das ist. Und es riecht. Nach Eukalyptus. Es riecht nach Eukalyptus, aber nicht so stark. Da sind die Eukalyptusbäume überall. Aber nicht so krass stark, als ob man das inmitten von Bäumen ist. Aber hier riecht es voll nach Blumen. Ja, aber das Gelbe sind Blumen, ja. Schatz. Okay, hier hätte man mal ein bisschen was an Arbeit, wenn man den Hang halt, ne? Wenn du das Häuschen da platzierst, dass es da gerade ist. Hier wird doch ein Stelzenhaus richtig nicht, gut aussehen. Ja, würde gut aussehen. Hast du gar nicht erzählt, was wir vorhaben, oder? Nee, was noch nicht. Vorstellen? Gleich ist er weg. Schwupps. Ich hoffe, hier sind keine Zecken. Ach, die ziehe ich dir. Danke. Kannst du die Kamera mitnehmen? Ja, komm. Ich hoffe, kein Ameisenhaufen. So. Oh mein Gott. Wie schön das ist. Das ist so krass. Oh, das ist so krass. Das ist wirklich schön hier. Ich habe gerade sprachlos. Ich bin echt sprachlos. Easy, komm bitte hier hin. Du schaffst das auch. Hier ist der Boden ist fest. Du musst diesen halben Meter hochgehen und dann die Aussicht hier ist traumhaft. Ich hoffe, ihr könnt mich hören wegen dem Wind. Ich rede etwas lauter. Ihr fragt euch sicherlich, was wir hier vorhaben. Wir wissen noch nicht, aktuell wissen wir noch nicht, wie das Ganze am Ende aussehen wird, aber wir haben so ein paar Ideen. Und zwar möchten wir gerne ein Ferienhaus hier auf Madeira errichten. Etwas Kleines, entweder so ein Tiny House oder Container ist für uns ganz interessant, so einen alten Seefrachtcontainer, und das soll auch auf Alex Kanal dann kommen. Und hier haben wir vielleicht überlegt, vielleicht so ein Stelzenhaus zu machen. Also wir wissen, wie gesagt, noch nicht, wie das Ganze aussehen soll.
Ja, vom Wohnraum so 50 Quadratmeter, ne, Schatz? Genau. Also nicht größer. Das sind dann ungefähr 2 Container. Genau, man kann auch 35 Quadratmeter machen. Hier wäre es ganz cool, glaube ich, mit dem Stelzenhaus, dass man hier quasi dann direkt in das Haus reingeht, in den Container. Und man dann eine große Panoramaterrasse hat, wo man dann sitzen kann und sich die Landschaft angucken kann, sich einfach diese Ruhe gönnt. Als erstes haben wir uns eigentlich gedacht, wäre richtig cool und eigentlich eine Bereicherung auch für uns als Familie, dass wir so für uns das nutzen, dass wir, unsere Traumvorstellung ist, dass wir so ein kleines Häuschen haben, wo eigentlich nichts ist. Nur Natur. Nur ein paar Räume, nur Natur, dass man hinkommt, auch mit den Kindern, dass wir das quasi den Kindern auch bieten, was wir bei uns jetzt nicht geht und so. In, ne, der Stadt. Genau, in der Stadt. Und das ist richtig schön. Also die Vorstellung. Dann ist der coole Strand, der schwarze Sandstrand ist hier um die Ecke, der ist nicht weit weg. Man könnte hier quasi das Wochenende verbringen oder Ferien und dann zum Strand fahren. Man muss ja nicht so weit jedes Mal packen und fahren, sondern ja. Und in der Zwischenzeit, wenn wir es quasi nicht nutzen oder falls wir das doch nicht oft nutzen sollten, dann kann man das vermieten auch. Also für, ja, Feriengäste, deswegen, das ist unsere Traumvorstellung. Keine Ahnung, ob das klappt. Ja, und das Grundstück, es hat Hang, so wie viele Grundstücke hier. Und zum Beispiel hier, hat Isi schon gesagt, würde sich anbieten so ein Stelzenhaus. Was ich finde es cool, aber ich finde es für Kinder ehrlich gesagt so, ja, nicht geeignet, weil da entfällt eigentlich so der Garten, so ein bisschen diesen Anbauen. Hier müsste man, um das zu erreichen, müsste man wahrscheinlich solche Terrassen bauen, wovon ich gesprochen habe, dass man so einzelne Terrassen hat. Verschiedene Ebenen. Das ist aber wiederum teurer. Es Wir ist haben ein nicht super so ein Traumgrundstück für zum Vermieten, glaube ich. Dieses, wenn du rausgehst, einfach so deinen einfachen Garten hast, so dieses Beet hier und einfach eine Bank da, im Schatten sitzen, Kirschen essen. Vielleicht das kann ist man sich dazu so, nochmal Gedanken machen, wenn man, ja, mit einem Bauunternehmer spricht. Vielleicht hat der ein paar Ideen, dass man von der Terrasse runter eine Treppe macht. Das soll schon Garten sein. Also was die hier alle haben, die haben so Terrassen, ne? Ja. Also die haben solche Mauern machen die und dann füllen die das mit Erde auf und das hat so verschiedene Ebenen. Wir müssen doch erstmal einen Kostenvoranschlag holen, was das kostet. Guck mal, was kostet. Sind das denn für Beeren hier? Sind das Brombeeren? Alex. Alles voller Brombeeren. Oh, ist eine Leiter dabei? Nee, aber der Blick ist hier wirklich der Hammer, ne? Alles voller Brombeeren. Ja. Wollen wir mal zum zweiten Grundstück fahren? Genau. Das ist flach. Genau, und wir wissen noch nicht was, ob jetzt Container oder doch ein Holzfertighaus. Aber wichtig, Alex will das komplett, also nicht komplett alleine machen, aber viel in Eigenleistung. Und Alex sagt schon, auch wenn ich das so sehe, das ganze genau, Holz, habe ich wieder richtig Bock zum Werken. Richtig, also da kriege ich wieder Lust darauf. Also sowas wie Gelände, das ist natürlich, ja, nee, das hat das gemacht, ne, auch die Fundament vorbereiten etc. Aber so kompletten Innenausbau und sowas, ne, da hätte ich richtig Bock darauf. Oh ja, ich auch, Inneneinrichtung, das, ja, ist dann das Finale. Okay. Und vor allem Planung. Ehrlich gesagt, das ist so, wir haben noch nie neu geplant, neu, ja, gebaut. Und das ist so, irgendwie freue ich mich voll darauf. Auch so diese Fensterausrichtung, welche Richtung. Wir brauchen den Lageplan und wir brauchen die Vorgaben vom Bauamt, um zu schauen, was überhaupt da überhaupt stehen möglich darf. Ist. Genau, wie viel Quadratmeter man bebauen darf. Das hat der Makler aber alles. Ja. Den müssen wir mal anrufen. So, los geht's. Los geht's zum nächsten Grundstück. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Grundstück euch am besten gefällt. Schreibt eure Ideen. Ihr seid auch immer so pfiffig. Ihr habt auch immer so coole Ideen, was man machen kann. Für uns ist wichtig, einfach und nicht so teuer. Und ja, aber doch irgendwie was Besonderes in der Natur, ne? Das Grundstück ist wirklich besonders, muss man schon sagen. Ja. Wollen wir einmal hochfahren zu den Nachbarn? Ja. Wie die Erde gebaut hat? Einfach mal, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Es geht weiter nach oben für uns. Wir sind gerade über Porto Monique. Hier fliegen Schwalben direkt. Ich habe gesagt schon, ich hoffe, die Mechaniker haben das Auto gut repariert, nicht, dass wir jetzt rückwärts runter wollen. Also wir haben uns bewusst für ein Stückchen Erde entschieden, hoch oben auf dem Berg, weit weg. Es ist einfach so krass, wie manche hier bauen, so einfach mitten im Hang rein. Erinnert mich so ein bisschen auch an Österreich mit den Bergen. Nur hier ist es exotischer als Österreich. Ja. Alex dreht hier gerade durch, sein Träumchen. Der ist ja cool. Ja, der Land Rover würde ich feiern, aber der ist ja richtig cool. Das ist schon. Ich finde die Natur so wunderschön. So, auf jeden Fall gerade auf den Hinweg schon mal ein richtig süßes Örtchen, ne? Wahnsinn, ja. Mit so Steinhütten. So, jetzt muss das. Das oben ist ein Wasserfall, der ist nur jetzt trocken. Im Sommer ist ein bisschen weniger Wasser.
höchstwahrscheinlich, also kann sein, dass es dann im Winter dann wieder aktiv ist. Oh, ich sehe schon die Mauer. Das ist das Grundstück hier rechts. Oh mein Gott, das ist echt direkt am Hang. Alex will immer riechen. Oh mein Gott, diese Aussicht auf den Berghof. Hier könnte man auf jeden Fall direkt bauen, weil es flach ist. Das ist der Eingang. Das wäre das Grundstück. Ja, und auf den Bildern konnten wir schon sehen, dass da, glaube ich, außergewöhnliche Pflanzen gepflanzt. Hey, Hanf wird für viele medizinische Zwecke benutzt. Ein bisschen Steigung hat. Die sieht aus wie so ein. Also diese Steinmauer, die zieht sich komplett um das ganze Grundstück herum. Das sieht aus wie so ein, weiß ich nicht. Verlassenes Dörfchen. Altes Ritterdorf. Wow, guck mal, hier sind Böhnchen. Hast du nicht gesagt, hier sind andere Pflanzen? Das sah wirklich auf den Bildern aus wie Hanf, aber das ist ein Bohnen. Guck mal. Hier hat jemand Bohnen gepflanzt. Das waren so schlecht aufgelöste Bilder, dachte ich wirklich, das ist das. Und ich finde das so schön als Grundstück, weil man diese Bäume hier hat. Und links und rechts Berge. Ich weiß nicht, ob ich es darf, also einfach mal Bohnen jemand klauen, aber. Das gehört dir nicht. Ah, guck, hier ist abgegrenzt, das Grundstück. Da geht's. Ein bisschen bitter? Ja, wird die bitter. So. Okay. Was machst du? Ich stell's mal runter, bevor es auf die Füße fällt. Was also das wäre natürlich richtig Bombe, wenn der Wasserfall da noch aktiv wäre, weil da war bestimmt einer, so wie es aussieht, die Spur da sich, ne? Ja, da, was ne? Was mir hier tatsächlich, es ist wunderschön, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist so die Sicht nach vorne, da ist eine große Baumgruppe da. Ja. So ein bisschen verbaut. Doppelt so teuer das Grundstück. Aber ist glatt, hier kannst du wirklich anbauen, auch für die Kinder und Haustiere halten. Müsste fragen, was da nebenan landwirtschaftlich gemacht wird. Ich finde, der Blick muss nach da gehen und nach da. Ja. Das ist der Blick. Ja. Was hinter mir ist, interessiert nicht. Man guckt quasi den Berg hoch, ne? Nimm doch mal die Kamera und lauf doch mal die Mauer ab. Gib mir mal. Wow, die Sonne scheint schön hier. Ist gut ausgerichtet. So, ich versuche mal mein Glück. Ich hoffe, die Mauer ist fest und hält mich. 700 Quadratmeter, ne? Ja, das sind 700 Quadratmeter. Also das gesamte Grundstück, wie gesagt, ist einmal umzäunt, also mit so einer Mauer. Ach, guck mal, hier ist ein Weg, da gehe ich auch mal hin. Okay, hier ist es das Ende und dann geht es einmal irgendwie da entlang. Es ist auch nicht rechteckig, es hat eine komische Form, irgendwie trapezförmig. Und die Einfahrt, die gehört dazu. Ja, schön ruhig hier. Weiß nicht, ob ihr Easy hören könnt. Sie sagt, dass sie sich vorstellen kann, hier Tiere zu halten. Sehe ich genauso. Und das Schöne ist, dass dahinter kann keiner bauen. Gehe ich mal von aus, weil das so ein Waldgrundstück ist. Ich glaube nicht, dass jemand das wegräumt, um da irgendwas hinzubauen. Da gibt es genug andere Flächen, die man kaufen kann. Sehe ich genauso. Hier ist echt schön, auch für die Kinder. Die können hier rumlaufen, ja. Also beide Grundstücke sind eigentlich wunderschön. Nur das ist wirklich doppelt so teuer. Aber glaub mir, das ist doppelt so teuer, weil du hier auch nutzen kannst, die Fläche. Ich glaube, ich hätte die Bohne nicht essen sollen. Ich habe voll den bitteren Geschmack jetzt. Genau. Hier kann man sich bewegen frei. Die könnten hier tatsächlich sogar schon Fahrrad fahren hier, von links nach rechts. Ehrlich, jetzt mal ohne Witz. Das ist cool hier, ne? Hier sehe ich eine Hängematte. Also wenn das so eingeteilt wird, dass der Eingang auch auf die gleiche Breite abgeteilt wird, dann gehört das uns auch. Ja, das wissen wir ja noch nicht genau. Die Lagerpläne bekommen wir, aber guck mal, da ist schon mal eine Stromleitung hier mitten im Baum verlegt. Das sieht schon mal. Das Grundstück ist erschlossen, ja. Ist schon mal erschlossen, würde ich sagen. Strom da. Geil. Ich glaube, wenn man das echt. Ist das echt ein. Ist ein Kabel, ne? Ja. Guck mal. Wenn man das so abstimmt, weil da ist ein Zaun, guck mal.
Und wenn man sagt, das gehört dann noch eins zu einem Wunsch zu meinen. Ja, dann gehört das dazu wahrscheinlich, ne? Tatsächlich, Easy. Weil das wäre tatsächlich ein bisschen zu klein, wenn man so von oben guckt. Das ist sogar eingezäunt, da ist doch ein Zaun. Und das wäre tatsächlich ein bisschen zu klein, wenn man das nur innen guckt. Aber für 700 Quadratmeter. Stell dir vor, ich bin ein Kind und laufe hier durch den Wald und so. Das gehört dazu, hundertprozentig, wie du sagst. Mein Lebenstraum ist es, Hühner zu haben, die einfach mal auf dem Hof rumlaufen und rumgackern. Ehrlich. Und Leona wünscht sich Enten. Ich habe hier letztens wieder erzählt, dass wir in Russland Enten hatten. Und wir hatten sogar welche Enten zur Aufzucht zu Hause. Und die wünscht sich jetzt auch Enten. Voll gut mit der Mauer. Die Mauer ist wunderschön. Die würde ich niemals wegnehmen. Ja, da müsste man die mit einarbeiten. Du musst mitmachen. Du kannst hier immer noch irgendeine Brücke bauen, zum runter hier gehen oder keine Ahnung. Ich würde auch noch auf dem Grundstück ein paar Bäume setzen. Ja. Damit du wie das hier hast. So Gemütlichkeit. Ja. Toll, oder? Ja. Ich sehe das voll mit Kindern und Tieren einfach. Ja, sehe ich auch. Umsetzungsschwierigkeiten. Das Geld muss dieser Bereich noch dazugehören. Ich würde nicht dieses Grundstück kaufen, wenn man nur... Das ist zu klein. Es ist aber zu klein. Guck mal, unser jetziges Haus hat auch irgendwie 750 Quadratmeter oder wie viel? Ja. Das kann nicht sein, dieser wo. Ich würde es nicht kaufen, wenn nur dieser Weg mein Grundstück... Nein, das ist es, glaube ich, nicht. Wenn nicht sogar hier links der Streifen dazugehört. Also ich sehe schon, wir sind da so ein bisschen ahnungslos. Wir haben alle quasi informiert, warten auf die Informationen hier. Aber wollten uns schon mal vorher anschauen, wie das überhaupt so ist. Ich hoffe, dass das noch nicht weg ist, weil ich habe dir noch niemand erreicht. Aber das ist Erdbeeren. Schon gesagt, ja. Direkt kaufen. Direkt umsetzen. Genau, da gibt es Erdbeeren. Bohnen umsetzen. Boden? Bohnen. Ach, Bohnen. Die nicht wegschmeißen, sondern auch so ein paar hier, so eine Reihe Bohnen anpflanzen. Ja. So? Dann lernen wir mal einen grünen Daumen zu bekommen. Aber ich glaube, das ist für die Kinder auch super interessant. Das Schöne, man muss auch dazu sagen, Madeira eignet sich dafür richtig gut. Ganze Jahreszeit. Genau, hier das ganze Jahr über blüht hier alles. Hier ist es immer warm und diese Insel ist einfach grün, so wie ihr seht. Ne? Hier gibt es genug Feuchtigkeit und Wasser. Gerade hier im Norden regnet schon mal öfters als im Süden. Und jetzt im Sommer, ja klar, weniger, aber zur Winterzeit regnet schon mal ein bisschen mehr, aber jetzt nicht dauerhaft. Hier ist schön kühl im Sommer. Genau, und es ist trotzdem kühl. Wir haben es hier 24 Grad, Sonne, man kann sich sonnen, man kann, keine Ahnung, es ist schön. Und die Pflanzen fühlen sich wohl, sehr viele Pflanzen. Hier wächst sehr viel, Avocado, man hat hier natürlich genug viel Wasser ohne Ende. Also hier wächst super viel. Schreibt gerne mal eure Ideen zu diesem Grundstück auch in die Kommentare. Dann muss angebaut werden hier im Vorgarten. Du meinst hier? Ja, hier komplett. Ja. Muss angebaut werden. Da ist mein Wohnhaus, mein Garten, wo ich esse, frühstücke. Gemütliche Sitzmöglichkeiten hier Garten, links, rechts. Kurz trim, so. Aber hier vorne sehe ich voll an. Ich sehe den Rasen schon, aber ich sehe da schon so ein bisschen uriger, ein bisschen Wildwuchs. Jetzt nicht so penibel gelegte Beete oder so, sondern so schon so solche, ja. Landwirtschaftlich aussehen. Gemütlich. Die Mauern müssen wir auf jeden Fall benutzen. Ja, die muss man mit integrieren. Was ich mir süß vorstelle, wenn du so viele kleine Töpfe da drauf stellst und du pflanzt oder so. Ich mache mir schon mal Gedanken. Okay, bei Töpfen, die muss man wirklich bewässern. Ja, du kriegst alles, da was hingelegt. Alles, was in der Erde ist, zieht sich ja das Wasser oft selber, oder? Aber Töpfe muss man bewässern. Aber diese Mauer hier von außen einfach mal beleuchten, weißt du, wie schön das aussehen wird? Diese Ruhe. Das war, glaube ich, gerade eine Kuh. Das war eine Kuh. Gemutet. Na gut. Daumen drücken. Genau. Noch hat sich keiner gemeldet. So, meine Lieben. Wir verabschieden uns an der Stelle. Die Sonne scheint. Ja. Wir gehen jetzt mal was essen und versuchen, den Eigentümer hier zu kontaktieren. Genau. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt in die Kommentare. Bis bald. Ciao, ciao.